Und jetzt geht es um Übergangsregelungen, falls es zum Brexit kommen sollte, im Bereich Arbeit, Bildung, Gesundheit und Soziales. Als erste spricht Dagmar Schmidt, SPD-Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Freue ich mich auf das Inkrafttreten unserer Gesetze. In diesem Fall hoffe ich aber, dass dieses Gesetz nicht in Kraft treten wird. Im Moment erleben wir am Beispiel des Brexits, was Populismus, was verantwortungslose Politik anrichtet. Mit Angstmacherei, mit Lügen, mit Falschinformationen wurde eine Kampagne für den Brexit in Gang gesetzt, die ihresgleichen in der demokratischen Welt sucht. Angst vor angeblicher Masseneinwanderung aus der Türkei, Fantasiezahlen über eingesparte Pfund, die natürlich alle nach dem Brexit direkt in das britische Gesundheitssystem fließen werden. Wir werden das beobachten. Und eine Facebook-Anzeigenkampagne, die in der Behauptung gipfelte, die EU verbietet Teekessel, um die britische Teekultur auszurotten. Populisten, verantwortungslose Politikerinnen und Politiker, die keine Ahnung davon hatten und haben, wie sie mit dem Brexit und den damit verbundenen Fragen und Herausforderungen umgehen sollen. Vieles weiß man noch nicht. Keiner kann genau vorhersagen, wie sich der Brexit genau auswirken wird. Weder für die Britinnen und Briten noch für die Europäerinnen und Europäer. Die Anhörung hat zumindest für die Arbeitsmarktlage bei uns Entwarnung gegeben. Unser Arbeitsmarkt ist ziemlich resistent gegenüber konjunkturellen Schwankungen und im Zweifel hat unser Sozialstaat Instrumente parat wie das Kurzarbeitergeld. Aber wie gesagt, genau wissen, was kommt und auf uns zukommt, das tun wir noch nicht. Was wir aber schon wissen, darauf müssen wir uns gut vorbereiten und Vorkehrungen im Sinne der Menschen treffen. Und das tun wir mit diesem Gesetz. Es geht vor allem um Vertrauensschutz für diejenigen, die bei ihrer Lebensplanung noch davon ausgegangen sind, dass Großbritannien ein Teil Europas ist. Wir regeln in unserem Gesetz die Fragen der Rentenversicherung, hier zum Beispiel die Anerkennung von Rentenzeiten oder den Export von Renten nach Großbritannien. Wir regeln für die Gesundheitsversorgung, dass, wenn nicht wie bisher, die gesetzliche Krankenversicherung und der britische Gesundheitsdienst direkt miteinander abrechnen können, dass zumindest dann eine Kostenerstattung in Anspruch genommen werden kann. Und wir regeln, dass Arbeitszeiten, die in Großbritannien geleistet wurden, weiter in der Arbeitslosenversicherung berücksichtigt werden und dass BAföG weiter gezahlt wird. Zwei Beispiele. Herr Müller hat 30 Jahre in Großbritannien gearbeitet und seit 10 Jahren arbeitet er wieder in Deutschland. Ohne Brexit bekäme er eine britische Rente und eine deutsche Rente. Und zum Beispiel für die Frage, ob er langjährig versichert ist, würden beide Rentenzeiten zusammengerechnet. Ohne Gesetz wäre das sehr unsicher. Mit Gesetz geben wir ihm die Sicherheit, dass die Rentenzeiten zusammengerechnet werden. Oder Frau Miller, sie ist nicht mehr die Jüngste. Sie hat sich vor langen Jahren in den britischen Mann James verliebt. Sie sind nach London gezogen. Sie war Hausfrau und Mutter und ist über den britischen Gesundheitsdienst versichert gewesen. Jetzt ist nach dem Brexit ihr Mann gestorben. Sie kehrt zurück nach Deutschland und wir ermöglichen ihr, auch wenn sie schon etwas älter ist, den Zugang in die gesetzliche Krankenversicherung. Auch das regeln wir mit unserem Gesetz. Und junge Menschen, die in Großbritannien studieren, die können sich weiter auf die Unterstützung durch das BAföG verlassen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. An all diesen Beispielen kann man erkennen, wie weit auch das soziale Europa mittlerweile zusammengewachsen ist, wie positiv sich die Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme auf Leben, Lernen und Arbeiten in Europa auswirken. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen eine verbindliche Sozialagenda, wie Katharina Barley sie gefordert hat, mit einem Rahmen für armutsfeste Mindestlöhne und mit Mindeststandards für nationale Grundsicherungssysteme. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Um es mit den Worten von Jürgen Klopp zu sagen, die EU ist nicht perfekt, aber es ist die beste Idee, die wir hatten. Dagmar Schmidt von der SPD war das und sie hat hier die Debatte eröffnet über mögliche Übergangsregelungen, wie in Deutschland Briten und Deutsche behandelt werden, wenn es tatsächlich zum Hard Brexit kommt. Norbert Kleinwächter von der AfD-Fraktion. Ein französischer Philosoph und Mitglied der Académie Française gab der Welt vorgestern ein Interview. Ohne Angela Merkels, wir schaffen das.
und die Millionen Einwanderer, die Deutschland 2015 aufgenommen hat, hätte es keinen Brexit gegeben. Das, liebe Frau Schmidt, ist der wahre Grund für den Brexit. Heute sprechen wir über einen Entwurf eines Gesetzes zu Übergangsregelungen in den Bereichen Arbeit, Bildung, Gesundheit, Soziales und Staatsangehörigkeit nach einem ungeregelten, also einem sogenannten No-Deal-Brexit. Und wir treffen heute Vorkehrungen für den Fall, den eigentlich keiner will und der doch durch irre Ideologie und grundfalsche Politik verursacht wurde. Wir kehren die Scherben zusammen einer Politik, ja, sicher auch von David Cameron und Theresa May, aber insbesondere einer EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker, die eine nationenfeindliche Superstaat-EU mit der Brechstange durchsetzen und die Briten noch nach dem Brexit gängeln will. Zuvorderst aber einer Angela Merkel und einer großen Koalition, die Deutschland und Europa völlig blind zum Mekka für illegale Einwanderer und Islamisten machte. Das alles wollten die Briten nicht. Der Brexit ist ein Ruf nach Freiheit und Selbstbestimmung gewesen. Ein Votum des Volkes, das wir akzeptieren sollten. Und eine Antwort des britischen Volkes auf eine Politik, die viele von Ihnen auch persönlich vertreten haben und die Sie mit einem anderen Abstimmungsverhalten oder mit der Wahl anderer Personen auch anders hätten gestalten können und müssen. Wir beschließen heute also, oder wir von der AfD lehnen es ab, ein Chaos, Gesetz, und im Chaos muss man sich immer fragen, was müssen wir eigentlich tun? Und was wir tun müssen, hat die EU-Kommission in ihrem Verordnungsentwurf COM 2019-53 eigentlich sehr knapp und präzise und gut dargestellt. Bis zum Tag des Austritts, aktuell also bis zum 29.03.2019, werden Anwartschaften, Krankenrenten, Versicherungszeiten und so weiter natürlich anerkannt, denn bis dahin sind die Briten Mitglied der Europäischen Union. Diese Regelungen im EU-Verordnungsentwurf und im Gesetzesentwurf, der hier debattiert wird, sind richtig. Ordnungspolitisch falsch jedoch sind alle Regelungen, die darüber hinausgehen und die zahlreich in diesem Gesetzesentwurf enthalten sind. Wir von der AfD stehen für Rechtsstaatlichkeit und klare Grundsätze. Aber dieser Entwurf, der hier vorliegt, schafft Parallelzustände und freie Rechtsräume. Schon der persönliche Geltungsbereich geht zu weit. Er gilt faktisch für alle, die sich am Vortag des Austritts in Großbritannien aufgehalten haben, auch Flüchtlinge und Staatenlose. Warum? Im Bereich der Krankenversicherung soll ein in Großbritannien Lebender noch nach dem Brexit in die freiwillige Versicherung in Deutschland eintreten können, und Sachleistungen sollen auch nach dem Brexit gewährt werden. Während in der Rentenversicherung britische Ansprüche bis 5 Jahre nach dem Brexit noch berücksichtigt werden sollen und die Rentenversicherungspflicht im deutschen System für britische Staatsbürger weitergeführt werden. Wie soll das bitte funktionieren? Auf welcher rechtlichen Grundlage? Es gibt keine Koordinierung mehr. Die EU-Richtlinien entfallen und das deutsch-britische Abkommen zur Sozialversicherung ist schon lange nicht mehr auf dem Stand, um das alles abzubilden. Zudem wollen Sie auch noch Maßnahmen der Arbeitsförderung weiter leisten in Großbritannien und BAföG für Studien in Großbritannien weiter bezahlen, über den Brexit hinaus, obwohl das unserem Recht entgegensteht. Und Ihr immer gleiches Argument ist der angebliche Schutz der Betroffenen. Ich sage Ihnen deutlich, der Brexit ist der Brexit. Und der 30. März verändert die Rechtslage drastisch und übrigens gewollt und bewusst. Erkennen Sie das endlich mal an und tun Sie nicht so, als ob es weiterginge wie bisher, denn das wird es nicht und das soll es nicht. Das Referendum wurde am 23. Juni 2016 abgehalten, der Austrittsantrag am 29. März 2017 gestellt. Seit 2 Jahren könnten sich alle, Politik wie Betroffene, auf den Brexit vorbereiten. Sonderregeln braucht es da nicht mehr. Und die Politik hat verschleppt. Und noch ein Satz zur doppelten Staatsbürgerschaft. Da haben Sie nämlich was reingemogelt in dieses Gesetz, um doppelte Staatsbürgerschaft generell zu erlauben. Wer vor dem 30. März noch die jeweils andere beantragt, soll sich nicht entscheiden müssen zwischen der deutschen und der britischen Staatsbürgerschaft. Der soll einfach beide lebenslang behalten. Und ich sage Ihnen, diese Regelung ist falsch, genauso wie die doppelte Staatsbürgerschaft ein grundsätzlich falsches Konzept ist. Man kann nur einem Land wirklich zugehören. Und Zugehörigkeit, Heimat und Verantwortung gehören ganz eng zusammen. Deswegen sind die Sonderwege, die Sie hier eröffnen wollen, unnötig, politisch falsch, rechtlich problematisch und vor allem
teuer, aber die Mehrkosten durch Ihren Gesetzesentwurf, die wir sonst nicht hätten, die verschweigen Sie ja beflissentlich. Dieser Gesetzesentwurf ist so chaotisch wie der Brexit selbst. Lehnen Sie ihn ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. So chaotisch wie der Brexit selbst. Tatsächlich sind nur noch 36 Tage Zeit. Dann wird Großbritannien aus der EU austreten. Über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch, Drucksachen 19/7693 und 19/7965, wurden 652 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 371, mit Nein haben gestimmt 277, Enthaltungen 4. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Das ist also das Ergebnis, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung angenommen wurde, der über das Informationsangebot über Schwangerschaften entschieden werden. Oder jetzt, dass die Schwangerschaften jetzt dass Ärzte nun über Schwangerschaften Informationen auf ihrer Website geben können. Mit Nein haben gestimmt 460. Enthaltungen 6. Der Gesetzentwurf ist damit abgelehnt. Damit entfällt nach der Geschäftsordnung die weitere Beratung. Über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, Aufhebung von § 219a StGB, Drucksachen 19/630 und 19/7965, haben 648 Mitglieder des Hauses sich beteiligt, ihre Stimme abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 185, mit Nein haben gestimmt 458, Enthaltungen 5. Der Gesetzentwurf ist damit abgelehnt. Damit entfällt auch nach der Geschäftsordnung die weitere Beratung. Die Grünen haben wie die Linksfraktion dafür geworben, dass der Paragraph 219 komplett aufgehoben wird. Das ist eine gute Frage. Und beide wurden abgelehnt. Des Anliegens der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, selbstbestimmte Familienplanung ermöglichen, kostenloser Zugang zu Verhütungsmitteln mit Menschen mit geringem Einkommen, Drucksachen 19/2514 und 19/7858, Buchstabe D, der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag. An dieser Abstimmung haben sich 652 Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Mit Ja haben gestimmt 523, mit Nein haben gestimmt 65. Enthalten haben sich 64 Mitglieder des Hauses. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. So. Das heißt, dass auch dieser Antrag von den Grünen abgelehnt wurde. Das waren also jetzt die Abstimmungen zu den Schwangerschaftsabbrüchen. Und damit geht es jetzt weiter in der Debatte über den Brexit. Als Nächste spricht Antje Letzius von der CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kleinwächter, dass Ihnen und Ihrer Partei das Wohl der betroffenen Bürger und Bürgerinnen sowohl in Deutschland als auch in der EU nicht wichtig sind. Das haben Sie gerade noch mal mit Ihrer Rede gezeigt. Und ich hoffe, die Bürger und Bürgerinnen erkennen das und wählen dementsprechend am 26. Mai. Die Möglichkeit, in nahezu jedes Land unseres Kontinents zu ziehen, dort zu lernen, wo der Ausbildungs- und Studiengang angeboten wird, für den man sich am meisten interessiert. Dort zu arbeiten, wo die Kompetenzen am meisten gebraucht werden. Dort zu leben, wo das Herz seinen Partner oder seine Partnerin findet. Und bei all dem so behandelt zu werden, wie die Staatsangehörigen des Aufnahmelandes. Das alles ermöglichen der freie Personenverkehr und die Aufenthaltsfreiheit, die europäische Freizügigkeit. Dies ist eine der großen Errungenschaften der Europäischen Union. Zu einer wirklichen Freiheit wird diese Freizügigkeit aber erst dann, wenn wir uns sicher fühlen. Sicherheit beinhaltet nicht nur den Schutz vor Gewalt, sondern auch die Gewissheit, eine Ausbildung zu Ende zu bringen, im Krankheitsfall versorgt zu sein und im Alter nicht mit leeren Händen dazustehen. Die EU-Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit bieten diese Verlässlichkeit. Sie sind die Rechtsgrundlage für die Koordinierung von Leistungen bei Krankheit und Pflege, bei Mutter- und Vaterschaft, bei Invalidität und Alter an Hinterbliebene
bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, von Sterbegeld sowie bei Arbeitslosigkeit, bei Vorruhestands- und Familienleistungen. Warum diese lange Aufzählung? Um deutlich zu machen, wie umfassend die Koordinierung innerhalb der Europäischen Union ist für die Freiheit von uns Bürgerinnen und Bürgern. Aber was passiert derzeit in Großbritannien? 11 Parteimitglieder haben mittlerweile Labour und die Konservativen verlassen. Eine große Ratingagentur droht mit der Abstufung der Kreditwürdigkeit. Große Supermärkte und Fastfoodketten warnen in einem offenen Brandbrief an alle Abgeordneten im Unterhaus vor einer signifikanten Störung der Lebensmittelversorgung. Selbst für diejenigen, für die ein geeintes Europa weder Herzensanliegen noch Wohlstandsgarant war, sollten die negativen Folgen eines Brexits immer offensichtlicher werden. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass das Vereinigte Königreich und Nordirland aus der Europäischen Union austreten werden. Im Falle eines harten Brexits, also einem Ausscheiden Großbritanniens ohne Austrittsabkommen, entfallen die EU-Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ohne dass ein neues Abkommen für Ersatz sorgt. Was wäre die Konsequenz? Das Wiederaufleben des Abkommens zwischen der Bundesrepublik und dem Vereinigten Königreich über soziale Sicherheit von 1960. Damals war Großbritannien noch kein Teil der Europäischen Gemeinschaft und Verträge mussten bilateral geschlossen werden. Aber dieses Abkommen von 1960 kann nicht unser Maßstab sein. Rentenzeiten, die im Ausland erworben wurden, die berufsständische Versorgung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung. Ich möchte nur einige Bereiche aufzählen, die keine Berücksichtigung finden würden, in denen unser heutiges europäisches Recht über das bilaterale Abkommen hinausgeht. Das langfristige Ziel der Bundesregierung ist ein neues, umfassendes Abkommen. Dieses lässt sich jedoch erst verhandeln und beschließen, wenn Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten ist und, ich formuliere es einmal ganz lapidar, weiß, was es denn endlich will. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schaffen wir Übergangsregelungen, die Bestands- und Vertrauensschutz für die im besonderen Maße von Brexit betroffenen Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Ansprüche von Personen, die in Sozial- und Rentenversicherung bereits relevante Zeiten zurückgelegt haben, werden dadurch auch nach dem Austritt Großbritanniens berücksichtigt. Auch sollen Personen, die in der deutschen Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung versichert waren, nicht aufgrund des Brexits ihren Versicherungsstatus verlieren. Auszubildende, die BAföG-berechtigt sind, erhalten bis zum Abschluss des laufenden Ausbildungsabschnitts weiter ihre Leistungen. Bei der Einbürgerung wird die doppelte Staatsbürgerschaft vorübergehend akzeptiert, sodass längere Bearbeitungszeiten nicht zulasten der Einbürgerungsbewerber gehen. Damit regeln wir nicht alles und ermöglichen den Brexit-Befürwortern auch keine Rosinenpickerei. Aber wir regeln das Nötigste, vor allem in den Bereichen, in denen bereits Ansprüche erworben worden sind. Sehr geehrte Damen und Herren, was wäre die Alternative? Ein Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in den Bestand von Regeln und Gesetzen. Finanzielle Einbußen im Alter, Probleme beim Versicherungsschutz. Bei vielen jungen Menschen sicherlich der Abbruch der Ausbildung oder des Studiums. Hier schafft der vorliegende Gesetzentwurf Rechtsklarheit, wendet Nachteile von unseren Bürgern ab und schließt Versorgungslücken. Es sind richtige und zielgenaue Regelungen. Und neben der Tragik, die mit diesem Gesetzentwurf verbunden ist, bringt er für viele Kolleginnen und Kollegen auch eine Kuriosität mit sich. Wir bitten hier um die Zustimmung zu einem Gesetz, das hoffentlich nie in Kraft treten muss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Letzius.
Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Karl-Julius Kronenberg, FDP-Fraktion. Und er sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, irgendwie befinden wir uns heute in einer ungewöhnlichen Lage. Dagmar Schmidt hat schon darauf hingewiesen. Wir beraten in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz, von dem wir eigentlich hoffen, dass es nie zur Anwendung kommen wird. Und doch, meine Damen und Herren, und doch brauchen betroffene Bürgerinnen und Bürger, brauchen Unternehmen und ihre Beschäftigten ein Minimum an Rechtssicherheit für den Fall des ungeregelten Austritts. Übrigens, ein Hard Brexit ist nicht der Worst Case. Der Worst Case ist und bleibt ein Nachverhandeln, ein Aufschnüren des Austrittsabkommens. Das, meine Damen und Herren, das würde Europa in seinen Grundfesten erschüttern. Das würde all denen in die Karten spielen, die Europa rückabwickeln wollen. Und nicht zuletzt wäre es ein Verrat an unseren irischen Freunden. Die Verhandlungen in London gehen in die Schlussphase. Theresa May hat noch gut einen Monat, die Mehrheit für eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zu finden. Derweil werden die erwartbaren Folgen des Brexit langsam sicher. Antje Lizius hat es erwähnt. Abgeordnete von Labour und Tories treten aus den Parteien aus. Eine Fluggesellschaft geht in Insolvenz. Erste Unternehmen verlassen die Insel. Kurzum, politische und ökonomische Unsicherheit steigt. Auch für betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Unternehmen und ihre Beschäftigten. Deshalb war es richtig, dass die Bundesregierung ein Gesetz mit Übergangsregelungen vorgelegt hat. Im Verlauf der Beratungen sind viele Fragen aufgeworfen worden. Einige bleiben bis heute unbeantwortet. So ist beispielsweise noch nicht gesichert, ob bzw. wie britische Staatsangehörige als Drittstaatsangehörige ab dem 30. März einen Aufenthaltstitel erhalten können, wenn sie beispielsweise Hartz-IV-Empfänger sind. Gleiches gilt für Rentnerinnen und Rentner, die von der Grundsicherung im Alter leben, oder für Menschen mit Behinderung im Leistungsbezug nach SGB XII. Auch für die Wirtschaft bleiben Fragen offen. Großbritannien gehört mit einem Handelsvolumen von 120 Milliarden Euro zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Der Handel wird natürlich nicht zusammenbrechen, aber mit einer Konjunkturdelle werden wir schon rechnen müssen. Konkret fehlen Garantien für Arbeitnehmerfreizügigkeit und Regelungen bei Entsendungen. Im Moment kann das Risiko von Doppelversicherungspflichten beispielsweise in letzter Konsequenz nicht ausgeschlossen werden. All das muss dann, kommt es wirklich zum harten Brexit, Teil eines umfassenden neuen Sozialversicherungsabkommens führen. Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten werden heute diesem Gesetz zustimmen. Wir tun dies trotz der angesprochenen offenen Punkte und obwohl Zweifel bestehen, ob sich beispielsweise BMAS und BMI ausreichend gut abgestimmt haben. Unsere Zustimmung ist dennoch aus zwei Gründen zu rechtfertigen. Dieses Gesetz ist besser als der Käse, den uns die GroKo bedauerlicherweise sonst auftischt, also Gesetze, die viel kosten und wenig bringen aus der Bürokratie. Ja, von daher werden wir als Opposition weiter kritisch konstruktiv begleiten. Hier geht es aber um etwas anderes. Wir wünschen uns ein starkes Signal, das von diesem Hause heute ausgeht, an all diejenigen in Großbritannien, die darauf spekulieren, dass Deutschland einknickt und bereit ist, nachzuverhandeln oder den No-Deal-Brexit abzumildern. Denen rufen wir zu, Deutschland wird die betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht hängen lassen und die, die am meisten Schutz brauchen, schon dreimal nicht, da werden wir Lösungen finden. Eins muss aber klar sein, wir sind nicht erpressbar. Wir wissen um die ökonomischen Folgen des Hard Brexit. Wir werden aber nichts unternehmen, das dieses Szenario attraktiv macht. Der Zusammenhalt in Europa ist mehr wert als Soll und Haben in der Handelsbilanz. Der Zusammenhalt in Europa ist uns eine Herzensangelegenheit. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz ist es wie mit dem Airbag im Auto. Man ist froh, ihn zu haben und hofft, ihn nie zu brauchen. Sagt Karl-Julius Kronenberg von der FDP-Fraktion. Auf ihn folgt jetzt Jutta Krellmann, die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU ist scheinbar zum momentanen Zeitpunkt unausweichlich. Über die negativen Folgen für die Wirtschaft werden wir jetzt schon seit einiger Zeit gut informiert und nahezu Dauerbescheid. Was aber ist mit den Beschäftigten, den Rentnern und den Bürgern allgemein? Das sind doch die Hauptleidtragenden.
Ein ungeordneter Brexit bedeutet für Millionen von Briten und EU-Bürgern soziale Unsicherheit und Angst vor der Zukunft. Deshalb ist es gut und richtig, dass die Bundesregierung handelt. Das Gesetz der Bundesregierung schafft Sicherheit an vielen Punkten, sowohl für Briten in Deutschland als auch für EU-Bürger auf der Insel. Schutz der Rente, Krankenversicherung, Pflege, es bleiben aber auch noch einige Fragen offen. Schutzlücken gibt es immer noch beim Kindergeld, Schutzlücken bei der freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung. Ein harter Brexit hat auch Auswirkungen auf die Unfallversicherung. Großbritannien wird nicht mehr verpflichtet sein, Arbeitsunfälle oder Gefährdungsbeurteilungen zu dokumentieren. Wie sollen EU-Bürger da zukünftig nachweisen können, dass sie über ihre Arbeit in Großbritannien krank geworden sind? Das kann zum Beispiel für Betroffene von Berufskrankheiten zu erheblichen Nachteilen führen. Wir als Linke fordern, solche Schutzlücken müssen geschlossen werden. Wenn nicht jetzt, dann auf jeden Fall später. Ein großes praktisches Problem kommt dazu. Das Gesetz sieht nur eine dreimonatige Übergangsfrist ab dem Zeitpunkt des Austritts vor. 3 Monate, das ist viel zu kurz. 6 Monate wären absolut besser. Wie sollen die knapp 120.000 Briten in Deutschland in diesem kurzen Zeitraum elementare Dinge regeln? Sie müssen sich um ihren Beitritt zur freiwilligen Krankenversicherung kümmern, zeitgleich aber noch ihren Aufenthaltstitel beantragen. Heute, 6 Wochen vor dem möglichen Brexit, kann niemand verlässlich sagen, was für ein Aufenthaltstitel das sein wird. Kein Wunder, dass viele Briten darüber verunsichert sind. Ein harter Brexit darf nicht zu sozialen Härten führen. Deshalb stimmen auch wir für den Gesetzesentwurf. Solidarität und soziale Sicherung für alle Europäer sind ein großes Gut. Das gilt auch nach dem Brexit. Wir haben doch gesehen, wohin die Politik der sozialen Kälte in den letzten Jahren geführt hat. Zu einem unsozialen Europa fühlen sich immer weniger Menschen zugehörig. Viele Europäer haben die Schnauze voll von einem Europa der sozialen Ungleichheit. Stellen Sie mir eine Frage und rufen Sie mir nicht irgendwas zu, was ich kaum verstehe. Ich möchte, dass Europa für uns alle eine Zukunft hat, als soziales und Friedenseuropa. Das heißt, gute Arbeit, gute Löhne, gute Gesundheitsversorgung, starke soziale Rechte, Abrüstung statt Aufrüstung. Ich möchte ein Europa der Menschen und nicht der Banken. Vielen Dank. Auf Jutta Krellmann, der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin der Linksfraktion, folgt jetzt Wolfgang Strengmann-Kuhn, der Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und europäische Sozialpolitik der Grünen-Fraktion. Ich will noch mal betonen, worum es um diesen Gesetz geht. Es geht um Menschen. Es geht um gut 100.000 Briten, die hier in Deutschland leben. Und es geht um ungefähr 300.000 Deutsche, die in Großbritannien leben. Und die AfD hat mal wieder gezeigt, dass ihnen die Menschen vollkommen wurscht sind, egal. Sie sind nur interessiert an ihrer komischen ideologischen Soße, die sie kochen, nationalistisch. Und die Menschen sind ihnen völlig wurscht. Das hat die Rede völlig gezeigt. Für diese Menschen, diese 300.000 Deutschen, 100.000 Briten, wäre es besser, wenn es den Brexit überhaupt nicht gäbe. Und man merkt an der Diskussion ganz deutlich, wie wichtig und toll diese Europäische Union ist, welche Möglichkeiten wir haben, in andere Länder zu ziehen, da zu arbeiten, zu leben und trotzdem gleichzeitig sozial abgesichert zu sein. Die Rentenpunkte werden zusammengezählt, man hat Zugang zum Gesundheitssystem. Das fällt für die Menschen komplett weg, wenn wir da nichts machen würden. Und
ganz abgesehen davon, was sonst noch passiert, die ökonomischen Folgen, die das Ganze haben wird, sind noch völlig unabsehbar. Also für die Menschen wäre es besser, wenn es überhaupt keinen Brexit gäbe. Die zweitbeste Lösung wäre ein Brexit mit einem Abkommen. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass wir die Menschen auch so weit wie möglich für den Fall absichern, dass es einen Hard-Brexit ohne Abkommen gibt. Und deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen. Und wir finden den Gesetzentwurf im Grundsatz auch gut und werden zustimmen. In dem Gesetzentwurf sind die Maßnahmen enthalten, die wir einseitig von uns aus ergreifen können und die dafür sorgen, dass die Sozialleistungen und die Regelungen und die Ansprüche so weit wie möglich erhalten bleiben. Es gibt in dem Gesetzentwurf aber auch einzelne Lücken. Elterngeld ist etwas, was in der Expertenanhörung angesprochen worden ist. Und bei einem Punkt haben wir noch einen Änderungsantrag. Da sehen wir noch Nachbesserungsbedarf. Das ist bei der freiwilligen Versicherung in der Krankenversicherung. Da ist eine Frist von 3 Monaten angegeben. Und in der Tat kommt auf die Menschen, sowohl in Großbritannien, die Deutschen, als auch die Briten hier, in der Zeit nach dem Brexit ein Haufen von Formularkram auf sie zu. Und sie müssen, glaube ich, durchaus mehr Zeit haben können, um dann in die freiwillige Krankenversicherung zu gehen. Deswegen schlagen wir 6 Monate vor. Auch das ist befristet, das ist wichtig an der Stelle. Aber die 6 Monate sind für die Menschen, glaube ich, besser als die 3 Monate. Deswegen haben wir an der Stelle noch mal einen Änderungsantrag gestellt. Die Anhörung hat aber vor allem noch mal deutlich gemacht, es ist gut, wenn wir hier einseitige Regelungen verabschieden. Aber das stößt an Grenzen, weil an vielen Punkten funktionieren Regelungen natürlich nur, wenn es auch entsprechende Regelungen auf der anderen Seite gibt, die Informationspflichten auf der anderen Seite da sind. Und deswegen ist das nur eine Teillösung, das, was wir halt einseitig machen können von uns. Und es ist deswegen wichtig, dass wir nach dem Austritt von Großbritannien möglichst schnell ein Sozialversicherungsabkommen, ein Sozialabkommen verhandeln, damit es die Menschen dann auch wieder besser geht und die vernünftig sicher abgesichert sind und nicht nur durch so eine Krücke. Wichtige Aufforderung an die Bundesregierung, so eine Verhandlung dann auch anzustoßen und vor allem die Europäische Kommission dazu zu bewegen, solche Verhandlungen zu führen. Es wird viel über Freihandelsabkommen jetzt in der öffentlichen Debatte geredet. Es ist auch wichtig, dass das geklärt wird, aber ein Sozialabkommen ist vor allem für die betroffenen Menschen, über die wir heute reden, mindestens genauso wichtig. Und noch eine Botschaft zum Schluss an die britischen Bürgerinnen und Bürger. The Britons should know, from the bottom of our hearts, we want them to stay. And if you leave, you are always welcome to come back. Vielen Dank. Wolfgang Strengmann-Kuhn war das. Und hier im Bundestag wird es noch weiter darüber gehen, welche Übergangsregelungen im Falle eines harten Brexits in Deutschland gelten sollen. Der harte Brexit wird ja immer wahrscheinlicher, wenn die Briten am 29. März die Europäische Union verlassen. Wir verlassen aber für heute den Bundestag. Morgen um 8.45 Uhr sind wir dann wieder da und werden mit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der Unionsfraktion und Katja Dörner von der Grünen-Fraktion noch einmal über den Kompromiss zum Werbe- oder Informationsangebot der Ärzte über Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Bis dahin geben wir aber zurück nach Bonn.